Hi, ich bin Agnes. Ich studiere Kostümbild in Hannover und bin gerade dabei, mit einem Bühnenbildstudenten mein Abschlussprojekt zu entwickeln. Vor meinem Studium war es mir extrem wichtig, das Handwerk zu erlernen, um ein besseres Verständnis und eine solide Basis zu beherrschen. Deswegen habe ich die Ausbildung zur Maßschneiderin an der Max-Eid-Schule in Alsfeld gemacht. Im Laufe des Studiums hat mir dieses Wissen und vor allem der Gesellenbrief immer wieder geholfen und manch zusätzliche und wertvolle Türe geöffnet. Als ich auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz war, bin ich auf die Website der Max-Eid-Schule gestoßen, habe mich vorgestellt und war begeistert. Eine sehr sympathische, unkomplizierte Atmosphäre. Die Ausbildung war dann super strukturiert und die Ausbilderinnen haben uns sehr gut betreut. Wir haben alles gelernt, vom einfachen Rock bis zum opulenten Abendkleid. Alles an Schmucktechnik, was man sich vorstellen kann und vor allen Dingen auch sehr viel Schnitttechnik. Wenn ich heute an meinen Projekten arbeite, hilft mir das, was ich gelernt habe. Zur Ausbildung gehören auch Betriebspraktika. Da die Max-Eid-Schule Europaschule ist, konnte ich 4 Wochen in Finnland bei der Modezeitschrift Otto Bree arbeiten. Andere Auszubildende gingen nach Italien oder nach England. Diese Auslandspraktika werden über Erasmus Plus voll finanziert. Bei einem Wettbewerb habe ich gemeinsam mit einer Mitauszubildenden Kleidung für die Expo 2015 in Mailand entworfen. Wir haben den 2. Platz erreicht. Bei einem anderen Projekt standen nachhaltige Textilien aus der Region im Mittelpunkt. Das hat mich total begeistert, weil es hier vor Ort einige tolle kleine Webereien gibt. In einer wurde sogar extra für uns Stoff auf einem historischen Webstuhl gewebt. Ein Highlight an der Max-Eid-Schule ist in jedem Jahr die Modenschau, bei der alle mitmachen. Es geht nicht nur darum, ein Outfit zu einem Thema zu entwerfen und zu nähen, sondern darum, die komplette Show und den Abend zu organisieren. Seit 2 Jahren gibt es auch einen Workshop bei Bruder Gerhard. Er ist Mönch und Schneidermeister und vermittelt Herrenschneidertechniken nach allen Regeln der Kunst. Das ist besonders von Vorteil, wenn man die Meisterprüfung anstrebt. Was hier in Alsfeld dazugehört, ist die berühmte Altstadt mit der Marktspielgruppe. Im alten Kloster ist ein Fundus untergebracht mit allen historischen Gewändern, die in der Schneiderausbildung der Max-Eid-Schule genäht wurden. Durch diese Zusammenarbeit hat sich mein Berufswunsch damals weiter bestätigt. Ab diesem Sommer werde ich als Kostümassistentin bei der Oper Frankfurt anfangen. Ich habe für meinen beruflichen Weg die richtige Entscheidung getroffen, das Handwerk mit dem Studium zu verbinden. Aber natürlich gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten nach der Gesellenprüfung. Eine Ausbildung steht und fällt natürlich mit den Ausbilderinnen und Lehrerinnen und mit der technischen Ausstattung. In beiden Punkten bin ich wirklich sehr froh, an der Max-Eid-Schule gewesen zu sein.